scheint ein Verrückter zu sein. Wir mögen lieber die Tiere, die aber da drin leben, aber die mögen wir nur zum Essen halt, ne? Ah ja, also mit denen zusammen zu essen, am Tisch. Ich zeig euch, wie ich jetzt den Wachposten mal informiere. So, hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute fahren wir zu dem verrückten Reiseführer aka Noxu Kao und machen mal bei seiner Tour mit. Ist jetzt gerade 5.30 Uhr und oder fast 6 jetzt mittlerweile. Ja, wir treffen jetzt gleich einfach mal und gucken uns die Everglades an. So, wir sind jetzt hier im Bus angekommen bei Benny. Wir haben ihn wiedergefunden. Alles klar bei euch. Und heute werden wir mit ihm, werden wir uns mal angucken, was er so macht auf seiner Tour. So, wir haben uns hier jetzt erstmal einen Kaffee gegönnt. Da ist auch der Benny. Und ja, jetzt gleich geht's auf Tour. Er sammelt jetzt seine ersten Gäste ein. Wir fahren heute in die Everglades und dann sehen wir hoffentlich ein paar Krokodile und andere Viecher, die da rumfliegen. So, wir sind jetzt hier bei den Everglades. Wir müssen nur noch einmal ganz kurz pissen gehen und dann werden wir uns mit dem lieben Benny vereinen und auf sein Luftkissenboot draufzusteigen. Ja, wir sind gerade im Bus erfroren. Es war absolute Eiszeit, aber jetzt ist Gott sei Dank die Sonne wieder da. Wir tauen auf. Ja, das ist hier, sind jetzt schon die Everglades, die ich im Rücken habe. Wir steigen gleich einmal aufs Boot und gucken uns die ganze Sache genauer an. Da ist der Vogel. Ja, Jan hasst ja Schwäne. Und ich glaube, das würde er auch nicht sehr viel besser finden, das Ding. Gut, dass er nicht hier ist, dann würden wir den nämlich heute Abend braten. Jetzt hier kurz aufs Boot. Der Captain ist der Captain Blaubeer. Und ja, wir filmen auch mal ein bisschen was. Y'all, we have two things in common. It's not only are we gladesmen, but like you, if I pay a dollar of my money, I got a mouth. You better give me what I pay for, and you're gonna hear. Okay. Conditioning going. We get a breeze. The roof bumps don't. Scheint ein Verrückter zu sein. Schon der Boottrip. Ich habe jetzt nicht mehr so viel gefilmt, weil es war eigentlich alles dasselbe. Irgend so ein Schilf auf dem Teich. Johnny, wie fandest du es? Frag nicht. Hey. Wir haben sehr viele Pflanzen kennengelernt, viele Geschichten von seinem Opa gehört. Von ja, wir haben eigentlich nur gehört, dass er von seinem Opa die ganze Zeit missbraucht wurde. Und ja, wir dachten eigentlich nur, halt deine Fresse jetzt endlich. Ja. Wir sind anscheinend doch nicht so große Naturfans, wie wir dachten. Wir mögen lieber die Tiere, die aber da die drin leben, aber die mögen wir nur zum Essen halt, ne? Nee, die ist doch vegan. Ah ja, also mit denen zusammen zu essen, ja. Am Tisch. Es war jetzt eher so eine Erkältung auf dem Hinweg und eine Verbrennung auf dem Boot. So, wir sind jetzt hier bei den abgefuckten Krokodilen. Alligatoren, was auch immer. Wir haben keinen Bock mehr und wir warten darauf, dass Benjamin wiederkommt, damit wir uns endlich verziehen können. Die liegen da in der deren eigene Pisse rum und das 10 Stück auf einen Haufen. Da braucht man sich auch nicht wundern, dass draußen keine unterwegs sind. Ja. Oder was ist ihre? Ich freue mich nur auf das Essen nachher. Je nachher Sushi essen wahrscheinlich. Ja, Mann. All you can eat. Oh, das wird gut. Ja, das wird besser. Der Johnny würde die Krokodile am liebsten auf seinem Burger sehen, aber sonst noch nicht. Alter, ja, Mann. So. Was machst du denn hier? Du stehst ja einfach auf der Insel. Ja, natürlich. Ich bin ein Star. Ja, so, jetzt fahren wir auf Star Island drauf. Ich mache mal ein paar kleine Aufnahmen. Warte mal, nehme ich mal kurz auf. Wir müssen erst mal durch den Wachposten. Warte mal. Dann setze ich mich erst mal hin. Warte, bleib entspannt. Ich zeige euch, wie ich jetzt den Wachposten manipuliere. Ich schmeiß da raus.
Man versucht jetzt quasi, die Leute, kannst du ja auch nehmen, versucht jetzt Leute zu verarschen, er sagt zu ihm, er darf nicht aussteigen und sowas, ne? Aber das stimmt halt, du kannst aussteigen, wenn du willst. Weil das ist ja nicht ihre Insel sozusagen. Und da knallen sie noch? Guck mal, sie sagt nichts, weil sie genau weiß, sie kennen die Regeln. Weil die Touristen versuchen, die zu verarschen. Die sagen so mäßig, ihr dürft ja nicht rauf und so. Aber das ist eigentlich, ich hab doch vorhin erzählt, die Stadt hat diese Inseln zurückgekauft, wisst ihr noch? Mhm. Und deswegen sind die öffentlich. Wenn jetzt normale Touristen kommen, sagen sie, dreht um, haut ab, steigt nicht aus und so. Also bei mir macht sie, bei mir macht sie einfach so. Ja, wir sind jetzt hier vor der Scarface Villa. Danke Ihnen, Herr Benjamin. Benjamin. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man hier gar nicht drauf darf und dass man einen auf den Sack kriegt, wenn man hier filmt oder sonst was macht. Das würde auch normalerweise nicht so einfach klappen. Wenn du jetzt herkommst, würden wir versuchen, dich rauszuschmeißen. Hier wohnt Gloria Estefan. Wer ist das? Kennst du noch? Kennst du nicht Gloria? Du kennst bestimmt Gloria Estefan. Die ist richtig bekannt. Aber es kommt von ihr noch so jung sein, Digga. Die ist noch ein bisschen so. Aber Jennifer Lopez kennt ihr noch, ne? Mhm. Also. Hier in diesem Haus hat früher Madonna gewohnt. Hat sie aber schon längst verkauft. Jetzt wohnt hier so ein Schuhmillionär. Weiß nicht, wie der heißt. Ah ne, Quatsch, hier wohnt Xuxa jetzt. Xuxa ist aus Brasilien, die ist dort ganz bekannt. Ja? So eine Sängerin in Brasilien, ja. Ja, hier sind echt viele Brasilianer, ne? Und generell so brasilianische Kultur und so. Ich glaube auch, weil das hier so ein bisschen ähnelt. Hier weiß ich nicht genau, wer wohnt. Ja, nee, das kommt doch, weil die Seichen aus Brasilien. Wisst ihr, was an dem Haus hier richtig besonders ist, Leute? Welches hier war an ja. dem Haus hier? Nee, das sind die Nachbarn von Will Smith, Digga. Der wohnt nämlich hier. Na, Mann. Ja, Mann. Kennt ihr das Video von Will Smith? Welcome to Miami. Ja, Welcome to Miami. Das wurde in seinem Haus gedreht. Ja. Voll übertrieben. Hier wohnt Will Smith? Will Smith, Leute. Ah, da hier, Nummer 33. Hier ist mal was Witziges passiert vor so 10 Jahren. Der hat das Haus ja schon ewig. Aber wir machen ja auch so Bootstouren. Wir sind auf dem Boot so rumgefahren. Und dann lag so ein nackter Schwarzer auf einer Massagebank. Und komplett nackt, dass man alles sehen konnte. Und wir sind mit so einem Boot vorbeigefahren, die ganzen Touristen, die haben alle ihn so gefilmt. Das war auf dem Grundstück von Will Smith, Digga. Das Haus war das Haus von Sylvester Stallone früher. Alter. Aber der wohnt schon lange nicht mehr hier. Hey. Ich dachte, sie schreit jetzt los. Hört auf, uns zu filmen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wer hier wohnt, ne, der will gefilmt werden. Nicht unbedingt von hier, aber von außen, weil überall die Boote und so. Ja. Das ist so für Leute, die im Showbusiness sind und so. Weil die richtig reichen, die wohnen eigentlich nicht auf diesen Inseln. Nee, aber das hast du ja vorhin gesagt. Wo wohnen die nochmal? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. So im Süden, also in Coral Gables. Wenn wir eine Stadtrundfahrt machen, zeige ich euch das an. Ja, okay. Dann zeige ich euch die richtig reichen. Die wohnen da, wo Donald Trump wohnt. Die wohnen nördlich von auf der Insel. Das ist das teuerste Haus auf der Insel. Der Typ ist der Erfinder von Viagra. Alter, ja. Der hat drei Grundstücke gekauft. Guck mal, das fängt hier an, da drüben. Und ganz bis da hinten geht das. Und wenn du genau hinguckst, siehst du dieses Gewächshaus, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Gartenhaus oder so. Ja, man sieht das hier. Seine Frau hat so ein Hobby und sie mag gerne Kakteen. Das sieht man auch am Garten schon hier vorne. Und das Ganze, also zwei Grundstücke hat er seiner Frau geschenkt, damit sie da ihre Kakteen züchten kann. Alter. Ja, das Haus kostet 50 Millionen Dollar mit dem Grundstück ungefähr. Boah. In dem Haus hier habe ich meine berühmtesten Kunden, die ich jemals hatte, für eine City-Tour abgeholt. Und das war eine ganz geile Geschichte. Die Geschichte war so, ich bin aus Orlando gekommen mit anderen Leuten, die ich dahin gefahren habe. Und ich habe euch doch erzählt, ich habe früher nur russische Kunden gehabt. Ja. Und mein ganzer Van war dreckig und dann ruft mich die Firma an und sagt, du musst sofort nach Star Island fahren, Leute abholen. Sag ich so, was? Sagen sie, ja, egal. Ich sage, mein Van ist dreckig. Ich sage, egal, die wollen, die haben schon bezahlt, du musst das machen, keinen Plan. Ne? Dann komme ich hier an. Und hier stehen überall Agenten, so mit schwarzen Anzügen und so weiter, ne? Ich denke so, wer sind denn die Kunden? Was kann das sein und so, ne? Und dann haben die meinen Van hier vorne gestoppt, dann haben die unter meinen Van geguckt, die sind in meinen Van reingeklettert, dann haben die meinen Van sauber gemacht und hat sich rausgestellt, das waren die Gorbatschow-Familie.
Ja. Alter. Das Haus habt ihr gemietet. Dann habe ich eine Stadtrundfahrt mit denen in Miami gemacht. Das war die heftigste Kunden, mit denen ich jemals auf Tour war. Und ich war schon mit Rammstein, mit der Nationalelf, mit wirklich vielen Leuten. Aber Gorbatschow hat alles ausradiert. Alter, hier ist auf jeden Fall, hier ist Batman unterwegs. Batman wohnt hier. Wo ist die Betthöhle? Ja Mann, das sind auf jeden Fall die krassesten Häuser, die ich jemals gesehen habe. Ich hätte jetzt soweit auch gar nicht gedacht, dass man überhaupt rauskommt. Aber ja. Ja, das war Star Island. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist, glaube ich, ein Einblick, den nicht viele bekommen. Und ja, wenn ihr mehr in dieser Form sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall auch mal bei dem Benny auf seinem Kanal vorbei. Wie heißt der? Banana Joe TV. Wie ihr seht, der hat einige Informationen für euch und kennt sich sehr gut aus. Für uns war es auf jeden Fall eine Hammer-Erfahrung. Danke dir, Benny. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.